Arjen Robben glaubt an den Champions League-Titel mit dem FC Bayern, du willst so weit wie möglich kommen und versuchen, ins Finale zu kommen und den Titel nach München zu holen. Es ist möglich, sagte Robben auf der PK vor dem Duell des FC Bayern mit Ajax Amsterdam am Dienstag. FC Bayern, Ajax Amsterdam ab 21 Uhr im Live-Ticker. An ein Karriereende denkt der 34-Jährige noch nicht, im Gegenteil. Wenn ich mich in ein bis zwei oder drei Jahren noch so fühle wie jetzt, dann spiele ich noch, so der Niederländer. Selbst 4 oder 5 Jahre, kann er sich vorstellen. Anzeige, Champions League live bei DAZN, jetzt kostenlosen Probemonat sichern, Niko Kovac setzt gegen Ajax auf den Top-Motivierten Robben und verteidigte derweil seine Rotation. Die PK im Ticker zum Nachlesen, Pressekonferenz beendet, auch Arjen Robben hat alle Fragen beantwortet, die PK ist vorbei. Robben über Champions League, es ist ein besonderer Wettbewerb. Es ist das höchste Niveau, auf dem man Fußball spielen kann. Die besten Mannschaften und Spieler machen mit. Die Hymne bleibt was Besonderes. Du willst so weit wie möglich kommen und versuchen, ins Finale zu kommen und den Titel nach München zu holen. Es ist möglich. Wir haben einen super Kader und eine super Mannschaft. Aber wir wissen auch, dass es ganz, ganz schwer ist. Aber die Konkurrenz ist hart, Anzeige, jetzt das Bayern-Trikot sichern, hier geht's zum Shop. Robben erneut über Zukunft, wenn ich mich in ein bis zwei oder drei Jahren noch so fühle wie jetzt, dann spiele ich noch. Man versucht alles, um fit zu bleiben und auf diesem hohen Niveau zu bleiben. Ist das Karriereende, D. Red, kann von jetzt bis in 4, 5 Jahren immer sein. twitter.com/kumbet/status/1046754819942289408 Robben über Chancenverwertung, Augsburg und auch Hertha hatten nicht so viele Torschüsse. Aber sie haben Tore gemacht. Wir hatten ausreichend Torschüsse und Ecken, um mehr Tore zu schießen als der Gegner. So funktioniert Fußball. Fußball ist manchmal einfach. Wir müssen uns nichts einreden lassen, Krise oder so. Wenn wir eine gute Reaktion zeigen und eine Serie machen, sieht alles wieder gut aus. Robben über Zukunft, sagt niemals nie, so Robben über eine mögliche Rückkehr in die Niederlande. Ich fühle mich aktuell sehr gut bei diesem Club, hier gefällt es mir besonders. Nach diesem Jahr läuft mein Vertrag wieder aus, dann werden wir weitersehen. Robben über seine beendete Karriere im Nationalteam. Ich glaube, es ist wichtig, dass man viele Spiele macht und in seinem Rhythmus bleibt und aber auch immer wieder Pausen und Ruhe einlegt. Das war einer der wichtigsten Gründe, um bei der Nationalelf aufzuhören. Dadurch kann ich zusätzlich trainieren. So wie ich mich jetzt fühle, mache ich schön weiter. Und wenn ich 3 Jahre noch so drauf bin, spiele ich weiter Fußball. Man muss abwarten. Man kann nur selbst alles dafür tun, die Bedingungen zu schaffen und so gut wie möglich für deinen Körper und den Geist zu sorgen. Aber ich kann auch nicht gegen die Natur ankämpfen. Vielleicht muss dieser Impuls von außen kommen. Junge, hör auf, Robben über niederländischen Fußball. Ich glaube, man sieht eine positive Entwicklung sowohl bei Ajax als auch bei PSV. Ich bin froh, dass es endlich wieder 2 holländische Teams in der Champions League gibt. Ajax hat die Chance, in der Champions League zu überwintern. Man sieht neue Talente hochkommen. Es ist immer schön, dass sie kommen. Es geht darum, dass man dort auch bleibt, Robben über die Wiesen, das Oktoberfest ist sehr schön. Da kommen viele Besucher, es ist immer eine schöne Atmosphäre. Es ist mir egal, dass wir zum ersten Mal seit 28 Spielen verloren haben. Es ist etwas Schönes, es gehört dazu, hat aber nichts mit Fußball zu tun. Gestern war ich auf der OIDN Wiesen, Robben über sein Geheimnis, ich fühle mich sehr fit. Du musst leben wie ein Profi. Für deinen Sport, für den Fußball. Man muss seinen Körper pflegen. Ein Geheimnis gibt es nicht.
Es ist das erste Mal seit 2-3 Jahren, dass ich eine richtig gute Vorbereitung hatte. Da legt man die Basis. Ich habe keine Trainingsminute verpasst. Das nimmst du für die Saison mit. Auch Kinder halten jung, da ist immer was los. Robben fordert neue Serie, du bekommst als Niederländer vielleicht ein paar Nachrichten mehr als sonst. So Robben über das Ajax-Spiel, wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Das ist das Allerwichtigste. Ich freue mich, weil es Champions League ist. Wir müssen eine Reaktion zeigen und das werden wir. Wir werden ein Spiel auf hohem Niveau sehen. Wir müssen auf uns schauen und unser Spiel spielen. Du musst ganz klar die Sachen analysieren. Wenn man Spiele gewinnt, macht man auch nicht immer alles gut. Ab morgen müssen wir eine neue Serie starten, in der wir immer wieder gewinnen. Robben über Reaktion. Ich glaube, dass wir morgen eine gute Reaktion zeigen müssen. Es ist schön, dass es direkt weitergeht. Letzte Woche galten wir noch als unschlagbar. Jetzt ist es um 180 Grad gedreht. Ich bin schon zu lange dabei, um mich dem anzuschließen. Ich freue mich auf das Spiel. Es ist etwas Besonderes gegen eine niederländische Mannschaft, vor allem gegen Ajax, über seinen einst geplatzten Ajax-Wechsel. Ich habe damals deutlich gesagt, ich habe mich für PSV entschieden und nicht gegen Ajax. Robben über Verspätung, ich arbeite immer mein Programm durch und habe etwas länger gebraucht, um gut vorbereitet zu sein für morgen. Kovac ist durch Nico Kovac verlässt das Podest, gleich folgt Arjen Robben. Der Niederländer verspätet sich noch etwas. twitter.com/kumbet/status/10467396454915481611 Kovac über Robben. Er kennt den holländischen Fußball. Arjen wird wahrscheinlich morgen spielen. Er kennt die Mannschaft. Ich kenne Ajax inzwischen auch. Meine Spieler kriegen alle nötigen Informationen. Er ist top motiviert und möchte zeigen, dass er noch was kann und vorne weggeht. Und das wird er auch. Kovac verteidigt Rotation. Ich bin tagtäglich mit der Mannschaft zusammen und sehe die Spieler immer. 7 Spiele gewinnst du und rotierst und alles ist gut und nach 2 Spielen will man plötzlich alles in Frage stellen. Das ist zu leicht. Wenn ich nicht rotiere, ist der oder der sauer. Von daher, Hü oder Hot, so Kovac über die Kritik von Stefan Effenberg im Check 2-4 Doppelpass. Kovac über Taktik der Gegner. In Frankfurt haben wir gegen Pressing gegen Bayern auch praktiziert. Wenn man sich nur hinten reinstellt, wird es irgendwann klingeln. Wir werden immer unsere Chancen haben, egal, wo der Gegner attackiert. Wenn wir unsere Chancen reinmachen, dann werden wir nicht darüber diskutieren, ob wir hoch angegriffen werden oder nicht. Wir schaffen es trotzdem immer wieder, hinten rauszukommen. Dass wir nicht immer sauber hinten rauskommen, ist klar. Es geht einzig und allein darum, wie wir die Situationen zu Ende führen. Kovac über holländische Spielweise. Ich möchte klar sagen, dass der holländische Fußball und die Trainer einen hohen Stellenwert genießen. Viel, was damit entwickelt wurde, findet sich in großen Clubs wieder. Es sind sehr viele Spuren hier zu sehen. Ich bin davon auch geprägt und will das ein oder andere davon mit implementieren. Ich bin froh, dass ich einige Holländer als Trainer und Zuschauer hatte, so Kovac über seine Zeiten unter niederländischen Trainern oder bei Hospitanzen. Kovac über Torabschluss. Seitdem ich hier bin, machen wir das sehr regelmäßig mit den Torabschlüssen. Alles ist in einer Übung. Je mehr ich übe, desto mehr Glück oder Können habe ich auch. Manchmal muss man das Spielglück erzwingen und den Ball über die Linie würgen. Wir zeigen, wie wir es hätten besser machen können. Die Qualität ist da, Kovac über nächste Spiele. Man muss positiv sein. Man kann nicht nach einem Unentschieden und einer Niederlage alles in Frage stellen. Den Optimismus haben wir alle. Wir sind von Haus aus Zweckoptimisten und Realisten. Wir werden es schon hinkriegen.
wir werden die nächsten 10 Spiele nicht verlieren, das kann ich unterschreiben, wir haben es am Anfang der Saison klasse gemacht. Wir haben den Spielern gezeigt, was uns stark gemacht hat. In der Einfachheit liegt die Besonderheit, auch die Schönheit. Da müssen wir wieder hin. Wenn wir das hinbekommen, und das werden wir, ist der Optimismus real. twitter.com/combat/status/10467369050507054 Kovac über Boateng. Man prägt sich immer das letzte Glied in der Fehlerkette ein. Ich versuche zu sehen, wo die Fehlerkette beginnt und wie viele Spieler daran beteiligt sind. Es war nicht nur ein Spieler. Sowohl beim ersten als auch beim zweiten Tor haben wir an der Mittellinie Fehler gemacht. Die haben in der Addition dazu geführt, dass Hertha aus 4 Schüssen 2 Tore erzielt. Als gesamtes Gebilde müssen wir gemeinsam agieren und wenn jeder die Verantwortung übernimmt, sehen wir gut aus. Wenn wir denken, der hinter mir wird es schon richten, wird es problematisch. Über Goretzka, Leon hat heute mit trainiert, alle uns zur Verfügung stehenden Spieler sind wieder gesund. 16 Feldspieler und 2 Torhüter, Kovac über Stimmung nach Pleite, natürlich ist man emotional, wenn man verliert. Aber in der Aufarbeitung des Spiels ist man sachlich rational. Man muss sich immer wieder die Spiele neu erarbeiten und erspielen. Meine Mannschaft hat es schon gestört, dass wir verloren haben. Ich wünsche mir eine Reaktion. Es geht um Kleinigkeiten, wir bewegen uns im kleinen prozentualen Bereich. Gerade in der Verwertung müssen wir es sauberer zu Ende spielen. Kovac über Ajax. Ich freue mich, dass es zu einem solchen tollen Duell kommt. Das sind zwei große Clubs. Mit Ajax kommt eine junge, talentierte Mannschaft mit sehr guten Einzelkönnern und Individualisten. Man sieht große Qualitäten. Sie haben technisch sehr gute Spieler, dafür ist der holländische Fußball bekannt. Es ist eine Mannschaft, die sehr gerne den Ball hat und vorweg geht. Wir sind morgen in der Allianz Arena und sind der FC Bayern und möchten unseren Stempel aufdrücken. Aber wir müssen uns strecken. twitter.com/Bayern/status/10467371183145264 Kovac über erste Dele. Grundsätzlich sind wir alle erfolgsverwöhnt, möchten alle erfolgreich sein. Siege gehören dazu. Das letzte Spiel war für uns nicht erfolgreich, deswegen war meine Stimmung getrübt. Aber ich weiß das einzuschätzen. Ich bewerte die Saison nicht anhand der letzten 2 Spiele. Eine Bewertung kann man in der Länderspielpause ziehen. Es ist nach 2 Spielen mit einem Punkt nicht alles so schlecht, dass man alles hinterfragen muss. Wir werden das besser machen, davon bin ich überzeugt. Wenn wir die Vielzahl der Chancen verwerten, werden wir über was anderes reden, über Bruder Robert, wir gewinnen und verlieren zusammen. Wir arbeiten das gemeinsam, auch mit Peter Hermann, auf Kovac ist da, die Pressekonferenz kann beginnen. Kovac und Robben lassen auf sich warten, noch sind Trainer und Flügelflitzer nicht erschienen. Kovac, heiß auf Sieg gegen Ajax. Für Kovac hat die Partie gegen Amsterdam, FC Bayern, Ajax Amsterdam am Dienstag ab 21 Uhr im Live-Ticker eine große Bedeutung. Es ist ein wichtiges Spiel gegen Ajax, wir könnten mit einem Sieg sehr viel befreiter in die nächsten 4 Spiele gehen, sagte Kovac in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk mit Blick auf die Begegnung am Dienstag und die gesamte Gruppenphase in der Königsklasse. Bayern in der Mini-Krise. Auf das 1:1 gegen den FC Augsburg folgte ein 0:2 bei Hertha BSC. Niko Kovac muss sich erstmals in seiner Zeit beim FC Bayern kritische Fragen gefallen lassen. Der Trainer wird sich auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Ajax Amsterdam in der Champions League ab 14 Uhr äußern. Auch Arjen Robben stellt sich der Presse. Sport 1 begleitet die PK hier im Live-Ticker.